Hoffe, ich habe noch genügend Mitte jetzt. Gehen wir auch aus. Ich habe 3 Stück. Reicht quasi gerade aus. Nee, reicht natürlich auch nicht. Auch noch einen 4. Splitter. Herrlich, wenn einem alles ausgeht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge vom Dyson Sphere-Programm. Ich bin das Birnchen und ich freue mich natürlich immer über das Feedback. Ich weiß, die ersten beiden Videos waren qualitativ nicht ganz das erwünschte Ergebnis. Im ersten klang ich so, als wenn ich ja in der Badewanne sitze. Im zweiten war ein Rauschen drin. Das war dem geschuldet, dass mein Mainboard leider Gottes kaputte Klinkenstecker hat, weshalb die Ausgabe auf das Mischpult schon so ja blöd war. Genau, das hat sich jetzt geändert. Wir werden hier jetzt eine bessere Qualität haben. Ich habe ein bisschen was umgestellt, umgebaut. Und ja, ich freue mich auch darauf, mit euch jetzt die 3. Folge zu machen. Wir werden uns heute darum kümmern, dass wir einen Main-Bus quasi etablieren. Ihr kennt das, oder diejenigen, die auch Factorio und Satisfactory spielen. Der Mainbus ist so das Herzstück einer Basis. Und in Satisfactory war das schon recht komplex mit dem Mainbus. Hatte aber die Vorteile halt gehabt, dass man da ja direkt in den Stockwerken hin und her switchen konnte mit dem Lift. Factorio, gut, brauchen wir nicht drüber reden, da ein Mainbus, das war immer sehr sehr cool, aufregend, lustig und teilweise auch sehr komplex. Wir gucken, dass wir das Ganze jetzt auch im Dyson Sphere Program einmal etablieren können. Ich habe da ein paar Ideen, wie ich das machen möchte, aber das werden wir während dem Spielen einfach mal herausfinden. Und da sind wir auch schon. Genau, also was hatten wir geschafft? Wir haben unsere Solarpanels, unsere Rese-Solarpanels soweit schon mal aufgebaut. Den halben Planeten hatten wir damit schon geschafft. Finde ich wundersuper. Und das werden wir heute auch noch erweitern. Wir bauen sie ja nebenbei immer noch, dass wir im Endeffekt dann um den Quatorialpunkt herum komplett die Energieversorgung haben. Jetzt lade ich mich mal nur schnell auf. Genau, das Erste, was wir jetzt noch machen werden, sind dann ein paar Belts produzieren. Weil von denen werden wir jetzt massig benötigen. Belts und Splitter. Wo haben wir denn? Da haben wir Metall. Dann fangen wir auch direkt mal an. 40 Stück. 30, 60, 30, 60, 90, 120. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben aktuell noch 8 Splitter. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Woran fehlt es denn? Wahrscheinlich fehlt keiner am Metall. Aber auch nicht das Problem. Noch produzieren wir ein bisschen. Genau, zum Mainbus gehört natürlich dann auch eine etwas größere Schmelze. Das haben wir ja hier auch schon vorbereitet, indem wir hier ja gestern schon die Conquests ausgelegt haben für den Boden. Das heißt, hier kommen im Endeffekt 3 Schmelzreihen hin. Einmal für Metall, einmal für Kupfer und dann für die Magnet Coils noch, weil die werden aus dem puren Metallerz hergestellt. Genau, eine fette vielleicht sogar noch für Stein. Das schauen wir dann gleich mal. So, haben wir wieder genügend? Ah, noch nicht ganz. Ach. So, 50. Gucken wir mal, wie viele wir uns bauen können. Es reicht exakt für 10 Stück. Ja, im Gegensatz zu Factorio, wo man einen Mainbus zwar auch breit macht, er aber doch noch recht schmal ist. Zu Satisfactory, wo man das auch relativ schmal hinbekommt, wird er hier wahrscheinlich etwas breiter werden. Ja, wir sehen hier den Sonnenaufgang. Wunderschön. Da
Planet ist, glaube ich, gerade. Ich muss den eigentlich sehen. Da ist er. Ah! Ein herrliches Bild. So mag man das doch. So muss doch ein Spiel anfangen. Sonne geht auf, man sieht den Planeten, um den man herumkreist. Und genießt einfach nur das schöne Wetter. So. Aber weiter zu dem, was wir vorhaben. So, wir haben unsere Convery Bells gebaut. Davon haben wir jetzt dann doch ein paar. 309 Stück wird nicht reichen, aber ist zumindest mal etwas. Wir benötigen noch ein paar Sorter. Davon werden wir jetzt auch mal schnell ein paar herstellen. Dafür brauchen wir aber auch wieder hier die. Brauchen die. Brauchen natürlich wieder hiervon. Oh. Kann ich 10 Stück? Oh, 16 Stück insgesamt. Sieht doch ganz gut aus. Die werden wir dann auch mal so weit jetzt erstmal herstellen. Und genau, also die werden jetzt erstmal herstellen und sobald die fertig produziert sind, fangen wir dann an mit unserer Schmelzanlage. So, und da sind wir dann auch schon wieder zurück. Er hat alles hergestellt. Wunderbar. Also fangen wir mal an. Erstmal hier wegnehmen. So, das soll im Endeffekt hier unsere große Schmelze werden. Dafür brauchen wir natürlich dann auch noch die hier. Stellen wir auch noch schnell her. Das passt. Das ist am besten. Wir haben hier oben das Eisen einmal. Haben hier unten auch einmal Eisen. Ja, Kupfer ist halt immer noch so eine Sache. Habe ich doch gehabt. Ach ja, genau, das Kupfer kommt von hier aktuell. Der schönste Weg, aber muss reichen. Dementsprechend, da wir natürlich auch am Äquator entlang ziehen, würde ich sagen, bauen wir unsere Schmelzen jetzt einfach mal hier auf. Mal. Auch noch ein paar von. Erstellen. Magnetic Coils. Stellen wir sie her. Stellen wir sie her da. Ist jetzt kunterbunt. Das wäre theoretisch unser Grid. Dann haben wir einmal reinführend. Jetzt unsere erste Linie an. Drei, das würde genau auch ausgehen mit dem Grid wieder hier. Heißt, wenn ich jetzt eine zweite Linie hier durchführe, sagst du hier, dass es kollidiert. Okay, verstehen muss man es gerade nicht. So, dann haben wir noch natürlich auch wieder die rausführende Linie.
Falsch. Hier sollen Metallplatten hergestellt werden. Jetzt kommen wir auch zu einer Änderung, die wir ja schon kennen vom Patch. So, kollidiert, auch wenn ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum er mir gedacht hatte, er kollidiert. Auf der einen Seite, auf der anderen aber nicht. Okay, na gut, das ist halt dann einfach mal jetzt game-spezifisch. Ich würde behaupten, das ist ein Bug. Da die Collider nicht ganz passen. Das heißt, wir werden jetzt hier anfangen abzubauen. Ja, gut, erstmal den weg. Zumindest noch leer machen können. Wieder nicht so, wie ich es möchte. Jetzt können wir es abreißen. Zwei noch. Jetzt noch in Ruhe durchbauen. Den ersten Part haben wir ja eh schon hinter uns. Direkt daneben setze ich gleich unsere Schmelzen für unsere... Ups, der war wieder falsch. Bleiben mit unserem 2x2 Grid. Ja, war das Problem. Also da ist ein kleiner Bug noch mit dem Collider anscheinend. Aber alles halb so wild. So, das da hier werden unsere Magnete. Und dann eine Reihe brauchen wir noch. Oh, wir haben keine Schmelzen mehr. Ha. Wir brauchen noch mal 6 von den Schmelzen. Gelagert. So. Einmal. Einmal. Dreimal. Ziehen auch hier gleich raus. Mir an denen. Ehrlich?
Das fehlt immer. Ja, nicht mehr lang. So. Das Ganze hier ergibt dann Kupfer. Soweit fertig. Wir wandern mit denen dann quasi immer weiter nach da vorne. Dann können sie nach hier nochmal ein bisschen erweitern. Müssen wir mal gucken, was. Wenn ich es hier rein war, hätte ich hier dazwischen genau die eine Reihe frei. Und fast wie, als wenn ich es ausgemessen hätte. So, die sind dann auch alle leer. Aus. Da ist. Wir könnten zum Beispiel noch unsere Konkrets hier daneben bauen. Damit. Das ist gut. So, jetzt führen wir die erstmal hier zusammen. Ich würde sagen, wir lassen frei, dass wir auf alle Fälle mal noch zwei Reihen zur Not mehr hinstellen können. Bei einer reicht. Eine Reihe reicht. Das heißt, wir fahren die da. Richtig. Wir brauchen hier das Luft dazwischen für unsere Splitter. Ups. Hier wird quasi jetzt Anfang von Main Run. Ich ziehe gleich ganz durch. Auch am Land sind wieder. Hier soll unser Main Bus entlang führen. Dann auch schon die Krümmung. Also, was wollen wir denn alles überhaupt mit dem Mainbus jetzt produzieren? Wir fangen an mit ganz banalen Sachen. Hätte ich es vorgeschlagen, ungefähr hier. Am besten gleich hier.
Oh. Genau, hier. Was fangen wir an? Mit Zahnrädern. Erste, was wir jetzt mal herstellen werden. Zahnräder. Erstmal nur zwei, das sollte reichen. Also drei. Fahren wir dann quasi jetzt wieder zurück in unseren Main Bus. Wie kriegen wir das Ganze jetzt hier runtergesplittet? Zuallererst würde ich ganz gerne auf einen etwas breiteren Bass gehen, ja. Doch nochmal weg. Weil ist zwar schon ganz nice, aber ich hätte doch ganz gerne hier vorne zwei Lanes. Splitter with four directions. It can split the passing cargo. So, im Übrigen abbrechen, doppelt draufklicken. Dann funktioniert das. Gleiches tun wir aber dann auch hier drüben. Kupfer. Fest, dass ich kein Goldpalme habe. Aber das macht nichts. Das ist nicht so wild. Das brauchen wir auch nicht. Schöner aussieht. So, genau, jetzt haben wir nämlich das. Und jetzt fangen wir mal an. Diese Linie. Dreimal. Zahnräder. Kommen von hier. Gehen von hier. Genau, in der Regel würde ich jetzt hier einfach abzweigen und ein Weltausgleichssystem bei Factorio machen. Aber vielleicht kann ich hier auch dann quasi hier. Erstmal aus.
Ja, wo gehen wir hin? Machen wir das. Also ich hatte gehofft, ich kann da was. Ich mache das jetzt wie einer, dem ich das mal zugesehen hatte. Der hat das nämlich eigentlich ganz cool gemacht. Aber so wie es aussieht, ihm seine Variante tatsächlich das Beste. Dann übernehmen wir einfach seine. Werden wir das einfach jetzt mal bauen, wie auch er das gemacht hatte. Schien nämlich ganz vernünftig zu sein. Ich muss hier eins weiter zurück. Fällt nämlich jetzt, muss ich gestehen, auch gerade nichts Besseres ein. Tiere ungern, aber in diesem Fall geht es nicht anders. Daher machen wir das jetzt einfach mal eher. Dadurch haben wir nämlich auch gleichzeitig ein Ausgleichssystem. Hiermit ausgleichen. Obenrum verlegen wir im Endeffekt den Mainbus. Und von unten nehmen wir einfach nur weg. Der Ausgleich wäre dann. Welcher Port es ist. Priorisieren soll über den oberen Port. Und dann ziehe ich den nämlich einfach hier rüber. Und ja, muss gestehen, es gibt gerade auch nichts Besseres. Würde jetzt da auch so nichts Besseres einfallen. Aber das ist okay. Jetzt am Boden. Dann Energie. Reichen, genau. Vollpals. Allerdings zuallererst hole ich mir mal ein bisschen Kohle, damit ich mich selber wieder aufladen kann. Da gibt es wieder was, da haben wir Gleichheiten. Schön. Wird nicht reichen, bis ich hinten bin. Das weiß ich. Aber ich kann zumindest schon mal ein bisschen weiter bauen wieder. Ich glaube, ich muss das Ganze ein Stück. Nämlich gerade nicht. Reichen, aber ich krieg, glaube ich, keinen Witzer hier hingestellt, ne? Den würde ich hier hinkriegen.
Wir können das Ganze auch einfach ein bisschen auseinanderziehen. Ups. Nicht nach unten, du sollst oben bleiben. Ja, Materialkosten. Material ohne Ende. So, wir haben nur noch ein Eck, wo wir aktuell Eisen herstellen. Das ist nämlich hier. Dann würde ich sagen, schließe ich doch einfach mal schon mal hier das Eisen zumindest an. So, 2, 4, 6, 7. Ach, kriege ich nicht. 4, 6, 7. Rum. So, das wird dann quasi 1. Überlegung wäre, ihn hier nochmal abzusplitten. Haben wir 5, 6, 7, 8. Funktioniert auch. Keinen mehr, macht nichts. Schieben wir noch mal bis nach, da vorne. Fahren ihn direkt hier rein. Hier schon. Auch wenn ich sagen muss, dass ich da gerade noch nicht so ganz glücklich bin. Ich glaube, das werde ich noch mal ganz kurz ändern. Werde ich einmal kurz ändern. Das werden jetzt meine Magnete. So, ist das dann doch lieber. Wieder hier entfernen. Das Problem. Leider Gottes nur so. Mal machen.
sich ändert sich nichts. Lediglich, dass ich hier die Magnete herstelle. Dafür jetzt hier die Metallplatten. Weil die Magneten verschwinden nämlich gleich. Brauche ich aktuell nur an einer Stelle. Aber dann auch wieder gehen. Einfach nur fairerweise da setzen. So haben wir eine Magnetproduktion und einmal eine Eisenproduktion. Sagen, dass das Bild, ich möchte den Splitter haben. Das da hier ist ein privater Eingang. Splitter. Nein. Unsere Zahnräder machen wir schon. Das heißt, im Endeffekt, da mache ich sogar als zweites direkt macht nichts. Ich werde jetzt hier direkt Funktionskette machen für die Magneten. Also aus unseren Magnetics hinten mache ich unser Magnetic Coil. Eng werden. Genau den Splitter hinstellen. Okay, aber es gleich. Natürlich nicht. Da hinten auch nicht haben. Obwohl ich den, stimmt, den splitte ich ja eigentlich gar nicht ab, den direkt runter. Was auch wieder nicht funktioniert. Eine Reihe weiter vor. Aber hier splitten. Ja. Ja, das ist noch ein bisschen tricky mit den schon gesagt hatte, auch in seinem Video. Hier sind da nicht Your production compound has reached a certain scale. Kaum hat nochmal 400 Unreal Bells verlegt, heißt es, die Produktionslinie ist sehr groß. Sauber ist. Wer weiß, vielleicht braucht man es ja doch noch mal hinterher. Weiß ja nie. Das
So, die leiten wir dann direkt hier drüber. Zack. 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 So, hier unser Kupfer. Einmal, zweimal und dreimal. Dann das noch in den Magnetic Coil. Der braucht nämlich zwei Magneten und einmal Kupfer. Somit haben wir die nämlich dann jetzt auch schon mal fertig. Gehen wir da auch wieder einen Schritt weiter. In diesem Fall. Ich es so, weil der geht rein. Dann ein bisschen Eisen, weil ich keine Belts mehr habe. Jetzt mal kurz gucken, was brauchen denn die Belts eigentlich? Sie brauchen Zahnrad und zwei Eisen. Das ja. Eine Sache werden wir vorher noch schnell machen. Nämlich werden uns noch die hier schnell herstellen. Und dann fangen wir an mit Motoren und den Conveyor Belts, diese zu automatisieren. Werde ich hier mal ein wenig Kupfer anschließen. Im Endeffekt kann ich das hier oben doch derweil fast komplett abbauen, oder? Ja, komm. Braucht kein Mensch mehr. '20, '50, '60, '70 haben wir nochmal hergestellt. Ich denke, das ist für den Anfang erstmal ganz gut. Jetzt einen Splitter hinsetzen. Weil ich habe aktuell hier nur eine Kupferlein. Ich brauche das nur mal kurz zur Orientierung. Ich wäre dann quasi der Nächste und dann wäre hier einer. Das heißt, ich ziehe ihn hoch. Kann ich dann später sogar nochmal ein Stück abkürzen. Schwenkchen nämlich auch sparen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir überhaupt Kupfer herstellen. Dumm. Da kommen sie auch schon. Schön, wie er seine Bahnen zieht. Dann auch schon unsere ersten Magnetic Coils produziert werden und gleich auch schon direkt rauskommen, oder? Nein, kommen natürlich nicht raus, weil das haben wir vergessen. Genau. Entladen sie noch nur.
aber jetzt werden sie entladen und wir sehen, die ersten Magnetic Coils sind auch schon da. Ja, ich muss sagen, also es macht das Ganze etwas sehr breit, der Mainbus, aber es sieht doch auch echt schön aus. Ich hätte den jetzt noch weiter vorsetzen können. Damit wir wirklich ganz knapp davor nur anzumachen, aber das passt. So, mache ich ein bisschen links. So, Electric Coils haben wir. Das heißt, als nächstes machen wir jetzt noch ihn hier. Dafür benötigen wir Eisen und Kupfer. Und zuallererst einmal wieder. Wir noch ein bisschen, ja, müsste noch reichen. Ja. Ah. Will ich nicht. Ach, jetzt fehlt eine Foundations, okay. Das ist nicht das Problem. Brauchen im Endeffekt wieder unsere zwei Abstand. Eins, zwei. Wäre dann im Endeffekt nämlich hier. So, unser Vorteil ist, wir können auch immer schön nach hier erweitern. Im Endeffekt ist das, ja genau, immer in Richtung Norden hoch, können wir quasi das weiterziehen, damit er mehr produziert. Brauchen hier wieder zwei Reihen. Eine Reihe. Zweite Reihe und dann fehlt dann hier. Eieiei. Jetzt zeigt, dass wir danach Belts automatisieren. Brauchen hier auf alle Fälle mal noch. Von denen auch keine mehr. Eisen machen. Stück. Vielleicht kann ich hier schon das Belt widerlegen. Hoffe, ich habe noch genügend Mitte jetzt. Gehen wir auch aus. Ich habe noch drei Stück. Reicht quasi geradeaus. Nee, reicht natürlich auch nicht. Auch noch einen vierten Splitter. Herrlich, wenn einem alles ausgeht. Ah, da kriege ich immer zwei Stück von. Okay. Da frage ich mich zwar gerade immer noch, warum ich eine gerade Zahl habe. Ja, wir warten einfach mal ab, bis er das Ganze produziert hat jetzt. Und da sind wir fertig. So, wir haben jetzt genügend Splitter. Erstmal. Hier. Belts.
Priorität noch setzen. Woche ist. Einmal. Zweimal aus. Den Rest direkt nach. Weil er es nicht gerade wieder sehr weit eingeschnitten hat. Ja, zwei Greifer kriegen keinen Saft, aber dafür haben wir einen Raster. Einfach von den Strom. So, ein, zweimal. Warte kurz, ändern. Das soll nämlich er hier werden. Ausladen. Ihr seht, wunderbar. Auch die werden produziert. So, das heißt, die, ja, den Motor machen wir jetzt noch. Das ist einer der letzten beiden. Ja, zumindest vor. Ne, wir ziehen den Motor nicht vor. Ich ziehe erstmal den hier nach. So, wir automatisieren uns jetzt als allererstes unsere Hello. Da kommt dann hier hin. Genau, wir bauen uns jetzt erstmal Zahnräder fehlen. Unsere Conveyor Belts machen wir jetzt erstmal automatisiert. Ich glaube, das ist jetzt gerade das Wichtigste. Gerne 3. Dann 3. Für die Conveyor Belts benötigen wir ein Zahnrad und 2 Eisen. Das heißt im Endeffekt, wir brauchen hier einen Abstand von 2. Weil einmal die Zahnräder. Dann fängt es schon wieder an. So. Heißt, wir brauchen dann auch der Splitter. So. Und der dritte. Genau. Dann habe ich keine mehr. Gut, dass wir die jetzt automatisieren, weil langsam gehen sie uns aus. Es wird gerade nervig, sie nachzuproduzieren. So. Der Vorteil, den wir jetzt hier auch haben, ist, dass wir natürlich nicht
auf den Mainbus legen müssen. Ziehen, dass ich sehe, ob das, was ich gerade vorhabe, auch funktioniert. Und einmal. Und hier baue ich nämlich dann jetzt den da hier hin. Das funktioniert Tatsache. Ha! So. Schwupp, schwupp. Ihr werdet geändert auf die Convery Belts. Wieder aus. Aber in dem Fall. Oh. Fehlt mir auch noch ein bisschen an mehr. Mir fehlen jetzt hiervon noch 2, 4, 6, 7 Stück, die ich mir auch gerade nicht leisten kann. Entschuldigung. So, wir haben auch die. Ziehen das jetzt nach da vorne. Er baut fleißig seine Motoren. Dann wollen wir auch nicht uns ganz schröpfen. Das sind, was man 10 immer, das dürfte reichen. Dann 10 mal 30 sind 300. Fleißig meine Welts. Im Endeffekt die Produktion, die erste Produktion automatisiert. Ups, nein, 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 nein. Der Sonnenaufgang. Herrlich, wieder der Planet da oben schön strahlt. So, und ihr seht, wir haben ja auch hier ganz richtig toll unser Grid für den Strom. Und rein theoretisch aktuell könnten, kommen wir nicht mehr ganz hin, aber wir können dazwischen zum Beispiel stellen. Hier jetzt nicht. Hier natürlich auch gerade überall nirgends. Aber wenn wir mal rüber müssten, könnte man hier so eine Verbindung bauen. Also hier wird es dann zum Beispiel wahrscheinlich funktionieren. So, wir brauchen. Achso. Stellen die gerade gar nicht her, ne?
fleißig am Bauen. Das Eisen wird dann jetzt hier auch langsam ab. Kann ich es nicht funktioniert haben? Sehe ich das gerade richtig? Ja. Da ist erstmal den Wall dazwischen. Weil es soll ja weiterhin auch durchgehend sein. Bringt uns nichts, wenn die den Strom abgeben. Die produzieren aber quasi sinnlos. Mit denen hier gleich rüber. Dass wir hier quasi auch mal ein bisschen aufräumen. Kohle. Daher erstmal wieder Kohle nachziehen. Ich bin nur gerade überlegen, ob wir das hier nicht auch gleich direkt abbauen. Vielleicht könnten wir es noch tun. Lass mal hier noch den Rest hier nachproduzieren. Anfangen abzureißen. Ehrlich, ich schließe den Kreis hier jetzt doch, weil wir können ja, wenn wir Konkret verlegen, können wir sagen, er soll abholzen, da wir hier schon Konkret haben. Das gar nicht mal so doof. An der Gesamtmenge, die ich hier abbauen kann, ändert das nichts. Lediglich an der Menge von einzelnen Wells. Das ist zum Abbauen. Dann jetzt auch schon wieder anfangen mit Produzieren. Ach, man sieht es hier, wird er schon wieder blau. Hier ist er noch blau. Und Solar funktioniert. Machen wir hier weiter. Ich brauche nämlich noch einmal... nur 6 Stück, aber das passt. Oh, übergangsweise gerade. One eternity later. Das sieht gut aus. Passt sich ins Grid. Er stellt auch schon her. Die ersten 60 haben wir schon. Das ist schön. Genügend Stone Bricks vorhanden zum manuellen Füttern. Hier kann ich noch meinen Stein ablegen. So, und jetzt stellt ihr wieder ein bisschen Konkret her.
damit wir dann gleich hier weiterbauen können. Weil wir müssen jetzt hier nämlich den Boden dicht machen. Als nächstes automatisieren wir die Motoren, weil, genau, wir brauchen als nächstes die Motoren, weil die brauchen wir nämlich für unsere Sortierer. Aber nur auf 48, obwohl ich 75 brauche. Aber zumindest mal 50 könnte ich schon mal legen. Sieht auch gut aus. Ich werde dann hier gleich die zweite Linie noch fertig machen. Jetzt die Soul Piles wahrscheinlich gleich ausfehlen. Ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir mal ganz kurz ein bisschen einfach nur produzieren lassen. Dass wir dann auch gleich zügig weiterarbeiten können. Das werde ich allerdings dann jetzt offscreen machen. Weil ihr braucht nicht zugucken, wie ich jetzt hier in einer halben Stunde warte. Bis wir ja, genügend Material haben. Genau, an dieser Stelle werde ich jetzt hier einfach mich mal hinstellen. Werde mir meine Stromgeneratoren bauen. Und werde im Endeffekt jetzt kurz offscreen ihn einfach mal ein bisschen produzieren lassen, damit wir gleich zügig weiterbauen können. Jo, horido. So. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Gucken. Ja, 254, immerhin. Das reicht erstmal wieder für einen Schwung. Zumindest hier mal ein bisschen weiterkommen wieder. Immer wieder das Gleiche. Aber klar. 13. 3, 6, 9, 12. Oh. Wir kamen zumindest ein Stückchen weiter. Sogar noch eins, 3, 6, 12.
15 und 15. Nochmal 15. Ja, und für die beiden reicht es natürlich jetzt nicht mehr, macht nichts. So, wir haben hier unsere Automatisierung für. Warte mal gucken, wenn wir auf die nächste gehen, bräuchten wir die ersten und auch diese komischen Motoren wieder. Wenn ich mir überlege, ob ich Platz lasse oder ob ich den nach hinten weiter ausbaue. Ich glaube eher, ich lasse hier jetzt mehr Platz. Damit ich hier nämlich im Endeffekt einmal... Achso, bringt mir auch nichts. Weil die Motoren brauche ich so oder so. Und jetzt mache ich ja jetzt erst. Das sind eh die falschen Motoren. Welche Motoren brauchen die denn? Die brauchen so einen komischen grünen Motor. Wo auch immer ich den... Ach, den werde ich wahrscheinlich hiermit freischalten. Nee. Der Elektromotor war hier unten. Das ist der hier. Das heißt, unter Umständen baue ich den, dann reiße ich den sowieso ab. Also von daher, alles easy. Wir bauen hier jetzt Motoren. Die Motoren brauchen drei. So, die brauchen einmal. Zweimal und der dritte. Ups. Der dritte habe ich gesagt. Dann fehlt an dem hier. Wobei ich gerade mal überlegen bin, ob ich nicht sogar den zuerst automatisiere. Ich glaube, das mache ich. Ich mache zuerst jetzt noch den hier. Weil der ist wichtiger. Ändert nichts an der Tatsache, dass es trotzdem drei Zufuhren Linien sind, die ich benötige. 1, 2, 3. So, allerdings brauche ich drei andere. Ich brauche zuerst Metall. Dann die Chips. Und das Zahnrad. Ah ja, okay, das passt. Eh nur noch eins davon. Hiervon nochmal welche nachbauen. Dafür brauche ich Zahnräder. Mal 25 Stück. Und dann brauche ich das hier. Davon hole ich mir gleich 50 Stück. Und dann baue ich alle. Na, später kann man mal überlegen, ob ich hiervon vielleicht noch eine zweite Lane baue. Ich könnte ja hier nochmal absplitten irgendwo. Hier wird eng. Ich bräuchte mindestens die zwei Platz. Ne, geht nicht. Könnte ich höchstens weiter vorne bauen. So, also. Wir haben genügend Splitter. Was haben wir gesagt? Wir brauchen Metall. Und wir brauchen die beiden. Ah, der war doof. So. Hier nicht vergessen, dass wir einmal ausgleichen. Ressourcen, die wir benötigen, kommen an.
Da. Ist da vorne noch die 5. Zack, zack. Wunderbar. Wir bauen sie. Dann baue ich mir gleich hiervon noch. Eieiei. Reicht. Mal wieder das Gleiche. So. So. Seht ihr? Und schon ist das Ganze hier auch fertig. Bei und er produziert auch die hier und pumpen mal runter auf 5 Stück. Ah, da hinten fehlt es an Strom. So. Mein Gott. Das heißt, wir haben Bells automatisiert, wir haben unsere Assembling Machines automatisiert. Das ist... That's nice, that's pretty nice. Genau. Machen wir weiter. Ach, seht mal, ich könnte hier, glaube ich. Nein, kann ich nicht. Ist natürlich super. Ich komme gerade nirgendwo rüber, wo ich rüber möchte. So, was automatisieren wir jetzt als nächstes? Wir könnten von die Tesla Tower. Wäre noch eine Möglichkeit zu automatisieren. Ich glaube aber momentan, dass wir erstmal nach da hinten ein bisschen erweitern. Wo leckt es? Es kommt nicht genügend Metall rein. Achso, ja, ich produziere ja auch gerade mal einseitig Metall. Ah, da war was. Dann machen wir das jetzt einfach mal doch. Wir splitten das Ganze jetzt hier. Weil wir die natürlich jetzt auch gleich brauchen. Och, das ist doch wieder...
Brauchten wir die Magnetic Coils? Ah, nee, noch gar nicht. Wir bauen noch nichts, wo wir sie brauchen. Das ist gut. So, jetzt kommt dann auch schon etwas geschmeidiger das Eisen rein. Aber meiner Meinung nach immer noch etwas zu langsam. Halt mich wahrscheinlich nachher den, der ich hier umbaue, nach noch eins weiter rüber lege. Ich habe hier noch Platz fürs Kupfer. Bei hier den nach da lege, hier noch ein zweites Eisen und hier dann noch ein zweites Kupfer. Das wird es dann wohl werden. Weil ihr seht, es ist einfach, die Produktion ist einfach viel zu gering mit das, was wir benötigen. So, wir könnten jetzt die produzieren und danach... Nein, die noch nicht, weil dafür brauchen wir immer noch erst den Motor. Der Motor benötigt auch 3 Eingänge. Dann produzieren wir doch hier jetzt einfach mal den Motor. Was brauche ich denn noch? Brauche ich denn aktuell sonst noch irgendwo den Motor? Eigentlich doch nicht, ne? Das heißt, den könnte ich sogar als direkt... Das passt. So, 3 waren's. Eins. 2. Und 3. Tor habe ich gesagt. Achso, doch, ich brauchte den Motor, glaube ich, für die hier. Ja, genau, für die. Also nur für die. Ist das eigentlich gerade intelligent, den Motor zu machen? Das sehen wir gleich. Hab gesagt, Motor. So. Aus. Na komm, bau schneller. 3 hours later. Die haben wir fertig. 3 2 3. 1, 2 und 3. So, wir brauchen Metall, Zahnräder und Magnetic Coils. Und jetzt kriegen wir ein Problem. Wobei, ich könnte diese alle eins nach hinten setzen. Ich setze die alle eins einfach nach hinten. 3 und die Zahnräder waren es. Schwachsinn. Ja, hier falsch. Da gehen sie wieder aus, aber wir haben ja genug gebaut. Dumm, 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 dumm.
So, und die fleißigen Bienchen bauen ihre Motoren. So, was hat man gesagt? Wo brauchen wir die überall aktuell? Eigentlich nur denen. Das heißt, als nächstes müssten wir jetzt die bauen. Brauchen Gott sei Dank nur zwei Sachen. Gleich noch an. Dafür benötigen wir Metall und Chips, das ist schön. Ich weiß nicht, ob ich hier noch die Priorität setzen. Ein Splitter. Auf. So, gut aus. Oh, nee. Nicht gut aus. Na komm. Danke. Schon wieder die ganze Kohle weg. Ja, wird Zeit, dass ich Graphit erforsche. Macht das Ganze dann etwas einfacher. So, er baut in hier. Weil mir auch der Eingang fehlt, klar. Nehmen wir wieder den Weg. So, ich hole mir jetzt mal hier schnell die Motoren, weil ich mir dann da nämlich 10 von baue. Na komm, mach den 10. Den. Stück leisten. Also quasi wieder 10. Gut ist, weil 8 Stück davon werden nämlich direkt. Ach, der hat schon die Motoren. Gut. So, die noch hier rein. Jetzt ist nämlich die Überlegung. Als nächstes, ganz kurz, ich werde mir jetzt erstmal wieder Kohle holen. Mal. Auch wieder einiges bekommen schon. Machen wir schnell hier zu. Erweitern hier. Und werden jetzt im Endeffekt genau dahinter
Eigentlich kann ich sie direkt dahinter setzen, ne? Doch, jetzt lassen wir mal eins frei dazwischen. Ziehen im Endeffekt jetzt nur ihn hier einmal so. Ich kann ihn halt dann nicht nach hinten verlängern, ne? Das ist das Problem daran. Nee, das machen wir doch nicht. Für den Fall, dass wir die Motoren nämlich woanders noch benötigen. Was ich auf alle Fälle machen kann, ist die direkt hier reinlaufen lassen. Das Problem. Wenn ich das auch ungern tue gerade. Lass ich die jetzt wirklich hier einmal nach da drüben laufen. Ich werde die Motoren bestimmt nachher irgendwo anders benötigen. Von daher mache ich es jetzt auch. Wieder schnell sein. Haben. Auch den auf dieser Linie. War klar, eins zu weit. Weil ich muss die Linie erstmal nicht weiterführen. Auch sie einfach nur erstmal, dass sie da ist. Da ist nicht rein. Muss ich jetzt gerade nicht verstehen. Ach, weil ich nicht genügend. Alles okay. Aber ich setze den doch noch mal eins weiter vor. Weil brauchen tut eigentlich auf der Linie. Den einen fehlst du natürlich wieder, klar. So. Brauchten die noch? Brauchten die Motoren und die? Genau, also von daher, das können wir in dem Fall so verkraften. Wenn ich natürlich jetzt hier außerhalb von meinem Grid arbeite, was mir auch nicht so gefällt. Es muss alles seine Ordnung haben. Daher werden wir das doch noch aufbauen. Weil ich möchte nicht aus meinem Grid raus. Ganz ehrlich, wozu hat man sich ein Grid gemacht, wenn man es dann nicht nutzt? Beziehungsweise ständig das Grid verändert. Hier ergeben.
hoffe, ich habe jetzt davon noch eins. Hab hiervon keine mehr. Ah, haha. Die restlichen Sorte. Einmal, zweimal, dreimal und ein viertes Mal. So, lediglich eine Abkürzung kann ich hier nehmen. Fahre mit dem nämlich dann bloß bis hier direkt hier hoch. Den gönne ich mir quasi. Dich brauche ich dann auf dieser Linie. Sollte er jetzt dann auch gleich direkt anfangen. Einmal. Dreimal. Weil da ist jetzt kein Problem, dass ich nach hinten erweitere und hier erweitere. Oh, aber das dazwischen hochziehen, das war mir dann jetzt doch zu, ja, doof. So, warum produzierst du nicht? Doch, du produzierst... Gibt's ziemlich aus. Und hier hat's gut gemacht. Genau, das doch schon richtig gut aus jetzt. Auch schon die ersten hergestellt. Das ist praktisch, weil ich brauche sie nämlich direkt, damit ich hier nämlich den Rest von meinen Motoren rauslassen kann. Genau. Ja, würde ich doch sagen, haben wir doch wieder viel geschafft heute. Wir haben eine recht gute Automatisierung hinbekommen und unser Mainbus ist soweit auch schon implementiert. Und daher würde ich dann doch sagen, mit diesem wunderherrlichen Bild hier beende ich das heutige Let's Play und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bärnchen. Don't pause. Press play. Don't pause. Press play. Don't pause. Press play. Don't pause.